So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft. Wie The Beast Infinity Evolved. Herbs. Und das letzte Mal haben wir hier aufgehört, das Eisen loszulassen. Müssen wir ein bisschen was rauskommen lassen. Sind wir jetzt. Jetzt ist es leer. Jetzt, wir hatten vor für diese Folge, dass wir Enderperlen suchen. Da wollte ich jetzt nochmal kurz runterschauen. Ups. Nee. Ja, die Dinger brauchen jetzt ewig zum Wachsen. Das wird nicht witzig. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich schneller wachsen lässt, außer... Was? Verändert sich das Biom? So. Biene. Müll eigentlich. Aber wir wollten ja ein bisschen. Wir wollten ja Stahl herstellen. Ich muss mal kurz gucken, ob es eine andere Möglichkeit gibt, den Stahl herzustellen. Steel. Ja, Blast Furnace. Arc Furnace. Dazu brauche ich aber Coke Dust. Oder Steel Ore. Ja, klar. Oder über. Mit den scheiß Aspekten. Nee, danke. Railcraft gibt es nochmal eine Blast Furnace. Was kostet mich ein Blast Furnace? Wahrscheinlich auch wieder viel zu viel, aber wir gucken einfach mal. Blast Furnace Brick. Also der ist genauso teuer. Ein bisschen billiger. Man könnte nämlich auch mit TNT machen. Blast Furnace. Okay. Iron Item Casing. Iron Plate, das ist ganz normal. HU-Protik, was ist ein HU? Blast Furnace. Mann, wie zeige ich mir an, was ich das der kann? Blast Resisted ME Drive, Work in Progress. Goal. Ah, wir können auch noch ein Ding. Yep, das könnten wir auch. In, sagt man's. Ich bin so vergesslich. In Twilight Forest. Jetzt haben wir's. Da könnten wir auch noch hin. Das Ganze hier will ich auch noch umbauen. So. Wenn ich den abbauen, ist aber die Energie weg. Ah, scheiße. Bauen wir den oder bauen wir den nicht? Ein H. Das sind Tausender. Probieren wir den überhaupt mal aus. Im Eisengrad. Ein Stück. Weep. Nimmt der jetzt 2 oder schafft der 1:1? Das wäre nämlich geil. Yep, der schafft 1:1. Oh, ist das geil. Verbraucht aber allerdings auch ganz schön viel Energie. Also das ist deutlich billiger. Aber es ist jetzt am geschicktesten. Wir probieren das einfach mal mit dem Teil hier aus. Dazu brauchen wir 3x Copperplating. Haben wir vielleicht schon? Bauen? Nein, haben wir nicht. 3x Copper.
Dann brauchen wir einmal Eisen, einmal Redstone. Einmal Eisen, einmal Redstone. Das ist auch Copper. Der braucht vor allem wieder Kohle. Zack, zack. Ich hätte gern den. Macht mal. Hallo? Ah, oh, okay. Grün, blau. Gut. Kohle. Dann brauchen wir Rubber. Muss ich draußen die Rubberbäume noch setzen? Drei Stück. Ups. Komm. Auf. Das war's dann mit dem. Jetzt brauchen wir dreimal Rubber Sapling. Dreimal Rubberbaum. Drei hier hin. So. Reichen oder. Ach komm, auf zu lecken. Gleich nochmal. Jetzt müsste aber echt reichen. Jetzt müssen wir die eine Maschine neu bepowern. So viel Stahl herstellen, das gibt's echt nicht. Psst, du hier. Die drei Hammer. Brauchen auf jeden Fall noch mehr. Ich hoffe, das gibt's alles hier schon. Nö. Doch, Pfeile gibt's. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Holz abbauen, damit ich hier weiter das machen kann. Ist ja wenigstens gleich mal fertig. Dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Shift's draußen schon wieder. Da brauchen wir 8. 8 haben wir jetzt gerade. Da brauchen wir nochmal 8. Rolling Machine kann das auch. Ui, 1 zu 2 sogar. 1, 2, 4, 6. 4 müssen wir bloß reinlegen. Geil. Ah, Sauwetter auch noch. Da können wir gleich ins Bett gehen. Mal kein Regen. Halt. Da ist er. Wir müssen auf jeden Fall unser Ladensystem noch vergrößern. Einfach alles so reinpfeffern können. So, Casing Hammer. Dann 1, 2, 3, 4 muss man reinlegen. Dann brauchen wir noch das Ding. Da brauchen wir 6 und 3, das haben wir schon. Sehr gut, müssen wir draußen. Halt, wenn wir Bones, wir haben doch irgendwo Bones. Muss man. Oh Mann, ich will da nicht raus. Ah. Vielleicht ist ein Elendach da, scheint's. Ach komm, du bist schuld. Danke für den neuen Knochen. Kann ich es kleiner mal probieren. Och, wollt ihr mich verarschen? Was kostet eigentlich eine Watering Can? Okay. Ja klar, wieder Stahl. Find Iron. Ist auch besser zum Herstellen. Gut, wir holen mehr Knochen. Ich das eigentlich nicht machen, dafür brauche ich zu viel Energie. Ah, wir haben keine Energie. Der produziert nichts, wenn wir keine Flaschen gerade haben. Wie viel Glas haben wir denn? 12. Halt.
bald hier anders machen. Fuck it. Und den Tank. Halt, wie mache ich das? Am besten. Klar kann ich den Set rein. Aber ich will das automatisieren. Da brauche ich einen Fluid Duct. Ja. Halt einer geht noch und dann ist eh schon voll. Gut, von dem her brauchen wir dann nicht mehr weiter drüber reden. Einmal kommt hier hin, jetzt wo ich bauen. Gut. Wenn jetzt 6 Stück kein Baum wächst, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei offener Haustür schlafen. Nicht gut, keine gute Idee. Enderman. Enderman. Scheiße, jetzt schon Tag. Na, komm schon hier nicht durch. Oh. Jetzt aber komm, Wachs. Ich hasse den Baum hier. Setzlinge? Keine Setzlinge. Wollt mich doch verarschen. Ja, in den kann ich so viel reinstopfen, wie ich will. Hey, Äpfel. Ganz viele Äpfel. Brauche ich zwar nicht mehr, aber egal. Kann ich ganz viele Death Null bauen. Braucht man ganz viel in dem Spielmodus. Die lasse ich lieber. Äpfel. Mal sogar hier. Was verstopft denn Obsidian? Kein Platz mehr für Obsidian. Nirgends ist Brennmaterial in der Klasse. Ich wäre mal 7. Das heißt, ein Block Kohle sollte reichen. Jetzt verstopft das Ding schon wieder unser System, egal. Wir brauchen Copper Wire. Erstmal brauchen wir das Teil. Und dann. Last. Die machen wir gerade. Wir brauchen Wire. Da brauchen wir 4 mal Kupfer und 1 mal Threaded Wood braucht. Ist doch da, was mache ich mir denn Sorgen? Und schon haben wir Copper Wire. Hier, wir brauchen 6. Dann gucken wir mal echt, ob der Furnace funktioniert, weil wäre sau cool. Was das mit, brauchen wir mehr Energie. Hihihi. Dann müssen wir eine automatische Baumfarm mal bauen. Wenn das funktionieren würde, wäre echt Hammer. So, jetzt müssten wir. Was haben wir? Jetzt aber. Jetzt sind wir mal gespannt. Einmal Daumen drücken, Leute. Einmal den drauf. Bevor wir reingucken, machen wir das erst. Okay, das ist der Blast Furnace. Holy shit. Refine. Iron. Ja, Sterzer. Ja. Wie betreibt man das Ding?
Der braucht Sauerstoff. Zwei. Wie ich das her? O2. Eat. Ich schmeiß einfach mal Eisen rein. Stück. Wie heißt es nochmal? O2. Scheiße, wie macht man denn? Ah, Mann. Das Trial Craft. Regulator, Advanced Miner. Was könnte es sein? Extractor Compressor. Ah, okay, das sind die ganze Starling Generator. Kinetic Generator, ja, das sind die ganz normale Sachen. Mein Watermill. Compressor, Miner, Pump, Electrolyzer, Recycler, Block Cutting, Solar Distance Fluid, Item Harvester, Crop Harvester, Steam Generator, Kondensator. Brauche ich da noch einen Steam Generator dazu oder was? Recyclern, aber Steam ist ja kein. Sauerstoff, was der will. Wie bekomme ich das da rein? Müsst ihr wahrscheinlich nach. Na, mal scheiße Idee, so wie es aussieht. Bisschen Eisen verbraucht. Bisschen Energie verbraucht, aber bis jetzt blieb ich das Gerät und dann müsste ich nachschauen. Charge Pad wird es auch nicht sein. Last Furnace Industrial Craft 2. Ja, warte ich bis nächstes Mal nachschauen. Das heißt, jetzt, was braucht man nur? Enderperlen. Wir wollten noch in. Genau. Wie bauen wir jetzt unser Haus weiter? Das kommt alles mal weg. Haben wir alle? Das ganze Zeug muss ich auch noch umbauen. Eat. XR Cells. R. Ne. Ach komm, ich soll es richtig schreiben. Industrial Craft. So. Air Cells. Empty Cell. Compressed Air. Oh, die bekommt man so einfach. Ich brauche Tin Plate und dann kriege ich. Okay. Das könnte doch was werden. Tin? Doch noch was waren. Doch nicht ganz dumm. Wir legen mal 16 Stück rein. Wire 6 Air Cell to run. Kompressor haben wir nämlich schon. Wenn man dem die leere Kom Ding reinhaut und der uns das rauszieht, dann wird es echt gehen. Auf jeden Fall, das ist meine neue Lieblingsmaschine. Metal Former. Oh, ich nehme den scheiß Hammer und ich brauche nämlich das scheiß Zange. Industrial Craft. Ganz schön lang, dass ich da damit gespielt habe. Das war ein
Einer der ersten Modpacks. Da war das noch ziemlich hardcore dabei, aber. Moment. Scheiße, ich hab's falsch. Nicht labern, Junge. Wie für euch die Dinger jetzt? Sind sie denn? Da. Nein, das ist AE-Battery. Da, wo ist die Cell hin? Da, Empty Cell. Mode Extruding, okay. Ups, jetzt haben wir Tin. Blatte Tin-Teile, toll. Ja, da haben wir die erste drei. Sechs Stück braucht er zum Laufen. Dann muss man es halt immer jetzt hin und her stecken. Ja, und schon wieder hat es keine Energie. Ansaugt das ja. Ja, okay. War hier eigentlich überhaupt. Die eine Maschine befeuert die drei Teile. Ja klar. Jetzt Upgrades. Overclocker. 160% Power bei 70%. Also 100% ist die normale Zeit, braucht nur noch 70% von der Zeit. 30 schneller. Energie-Input, Energy-Storage. Ja, da müssen wir mal schauen. Six air cells required. Per run. Okay. Mal schauen wir, dass ich nochmal ein paar mehr Cells mache. Ich hab noch ganz viel Tin gesammelt letztes Mal. Das heißt ganz viel. Ein bisschen was an Tin. Oh, so viel ist auch nicht. Aber machen wir nochmal ein bisschen Tin. Also erstmal brauchen wir Rolling. Gucken wir mal, ob wir da echt bloß einen einzigen rausbekommen. Prozent. Bonus. Okay. Da steht wenigstens 1:1 dran. Das ist schon mal gut. Aber braucht das Ding echt irgendwie Lava oder so? Okay, müsste ich nachschauen. Wie gesagt. Warte ich bis zur nächsten Folge nachschauen, dass man sieht, muss ich da einfach einen Lava-Eimer? Wir brauchen dann einen neuen Tank. Das heißt, wir brauchen ein Glas. Ah, ich habe jetzt refined, jetzt kann ich. Wie viel Glas ist das? 9, okay, das geht noch. Jetzt ist da Clay Obsidian drin. Dann halt nicht. Zack, 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 zack. Portable Tank. Kein Obsidian drin. Ach, das ist dahinter. Ah, weil ich das. Ja, weil ich das vorher rausgenommen habe. Ja, okay. Lava holen. Wir wollten sowieso noch ein Höllenportal bauen, also macht das gar nichts. Dann wollen wir das ein bisschen so machen, dass ich jetzt die Folge hier beende. Ganz. Ich muss dann nächste Folge Holz sammeln. Oh, wie heißt's denn? Formel. Auf jeden Fall so eine Sägemaschine. Genau die. Die bräuchte man. Aber ein Basic Machine Frame.
Circuit ist ein Carpenter. Okay, wir brauchen noch einen Carpenter. Basic Circuit Board bekommt man auf dem Weg. Ach, scheiße. Zurückgehen. Oh. Emerald Chipset. 1,2 Millionen. Ingear ist okay, aber Crushed Obsidian, wir brauchen dann den Rock Crusher und da brauchen wir so viel Eisen. Ja. Jetzt können wir die restlichen 7 hier noch rein. Hätten wir es auch. Da gucke ich, wie ich da das reinbekomme. Ding Extruding, nochmal ein bisschen. Gut, dann schaue ich mal bis zum nächsten Mal, wie der Blast Furnace richtig funktioniert. Und dann können wir den endlich mal anfeuern. Und dann bekommen wir vielleicht endlich mal Refined Iron. Und so haben wir dann halt schon mal ein bisschen was wir mit Steel machen können. Dann haben wir auch die Toolforge in bisschen Zeit. Und dann können wir da richtig anfangen, mal unseren Hammer zu bauen und eine gescheite Holzfällerachse zu bauen. Und dann geht's mal richtig los. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.